Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich mal wieder kochen. Und zwar Mittagessen wird es heute geben, Geschnetzeltes mit einer Senf-Honigsoße. Und ich freue mich schon richtig darauf. Ihr könnt Putengeschnetzeltes oder Hähnchengeschnetzeltes nehmen, ganz wie ihr mögt. Und es passt ein Reis passt dazu als Beilage. Ihr könnt Spätzle machen oder Nudeln, ganz nach eurer Vorliebe. Genau, als erstes brauchen wir jetzt eine Zwiebel geschält und in Stücke geschnitten. Ich habe zwei kleine Zwiebelchen jetzt genommen, weil ich keine große habe und habe die dann einfach nur halbiert. Und die wird jetzt erstmal klein gemacht und zwar wieder 3 Sekunden Stufe 5. So, danach wieder die Zwiebeln runterschieben mit eurem Spatel. Und Öl dazugeben, und zwar 20 Gramm. Und das lassen wir jetzt andünsten. 2,5 Minuten. Varoma Stufe 1. So, jetzt sollen wir das Geschnetzelte dazugeben. Ich habe meins noch mal ein bisschen nachgeschnitten. Und zwar sind das jetzt bei mir 500 Gramm Hähnchengeschnetzeltes. Ja, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn man das fertig kauft, dann sind da alles noch so große Stücke. Deswegen schneide ich mir meins immer noch mal ein bisschen nach. So. Das geben wir jetzt dazu. Jetzt steht im Rezept, dass wir erstmal das ein bisschen anbrutzeln lassen sollen und dann pfeffern. Aber ich werde es gleich ein bisschen pfeffern. Ihr könnt es aber anders machen. So, also ich gebe jetzt schon etwas Pfeffer dazu. Mache den Deckel wieder drauf. Und jetzt sollen wir 7 Minuten Varoma Linkslauf und diese Sanftrührstufe bzw. Kochlöffelstufe anstellen. So, jetzt brauchen wir 2 Paprika. Ich habe eine rote genommen und in mundgerechte Stücke geschnitten und ich habe eine gelbe genommen. Ihr könnt aber 2 rote oder 2 gelbe nehmen, ganz wie ihr mögt. Die kommt dazu. Dann 2 Becher Sahne. Was war es noch? 4 Esslöffel Senf. Ich nehme da einfach den, den wir hier zu Hause immer verwenden. Ihr könnt aber auch gerne den Dijon-Senf nehmen oder ja, den, den ihr eben gerade am liebsten mögt. So, das war der Senf. Und jetzt kommt noch 4 Esslöffel Honig dazu. Boah, da muss ich aber ganz schön quetschen hier. Boah. So. Jo. Das war's jetzt erstmal. Lassen wir jetzt 30 Minuten bei 100 Grad Linkslauf, haben wir ja noch drin, und wieder Sanftrührstufe kochen. So, meine Lieben, die 30 Minuten sind rum. Jetzt werde ich es geschwind abschmecken. Ich schiebe hier gerade nochmal die Zwiebelchen runter. So. Löffel ist schon wieder weg. Und ich gucke auch gleich mal nach der Konsistenz. Also ich werde es ja noch ein bisschen abbinden. Mhm. Also Salz muss auf jeden Fall ran. Da könnt ihr mal auf jeden Fall eine Prise Salz dran machen. Und Pfeffer,
nach Geschmack. Könnt ihr auch noch mal was dazugeben. Das noch mal kurz durchrühren. Linkslauf ist ja noch drin. Also mal kurz. Bis der Pfeffer und das Salz ein bisschen runtergezogen sind. So. Nochmal schmecken. Doch. Schmeckt lecker. Von dem Senf schmeckt man jetzt gar nicht mehr so intensiv was, aber der Honig kommt schön raus und der Paprika, also muss ich sagen, wirklich. Ich mache nochmal ein bisschen Pfeffer. Und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen, ich habe mir hier Speisestärke, gehäuften Teelöffel mit kaltem Wasser ein bisschen angerührt. Ich werde mir da ein bisschen was reinschütten und werde es nochmal kurz aufkochen lassen. Und dann nochmal nach der Konsistenz gucken. Aber wie gesagt, ihr könnt es machen, wie ihr mögt. Wenn ihr das gerne ein bisschen flüssiger mögt, könnt ihr das so lassen. Schaut einfach mal rein und macht es dann, wie ihr das gerne hättet. Ich lasse es jetzt nochmal eine Minute, weiß nicht, ob es reicht. Linkslauf habe ich noch drin, 100 Grad und dann wieder diese Sanftrührstufe. Und dann koche ich mir noch leckere Spätzle dazu ab, beziehungsweise uns, nicht nur mir, ich esse ja nicht nur alleine. Genau. Und dann werde ich das schön anrichten. Und dann zeige ich euch nochmal, wie das Ganze ausgesehen hat. Also schmecken tut es für meinen Geschmack, für meinen Gusto schmeckt es mir gut. Schön mal was anderes irgendwie, gell, mit dieser Honig-Senf-Soße. Also doch, ich muss sagen, werde ich wahrscheinlich nochmal kochen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Rezept. Ihr kocht es auch mal nach und probiert es aus. Würde mich freuen, wenn ihr mir dann vielleicht in die Kommentare gerade reinschreibt, wie es euch denn geschmeckt hat. Oder vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was man sonst noch anders machen kann. Eine Variante dazu. Jo, ansonsten, ja, heute ist ja so schönes Wetter. Ah, ich habe schon so lange gesappelt. Können wir gleich mal reinschauen, wie die Konsistenz ist. Ja, ist schon ein bisschen cremiger. Doch. Ja. Also mir gefällt es auf jeden Fall besser. Ich glaube, ich schütte aber noch mal den Rest hier rein. Und lass es nochmal aufkochen. Nochmal ein Minütchen. Ich kann noch ein bisschen weiter erzählen in der Zwischenzeit. Ja, ich war gerade dabei zu sagen, heute ist ja wieder so super Wetter. Vielleicht habt ihr ja schon eins von meinen zwei Eisrezepten ausprobiert. Ich habe noch so viele tolle Ideen für Eisvarianten. Wenn ihr da auch nochmal ein Video sehen wollt, dann gebt mir doch einfach einen Daumen hoch. Dann weiß ich auch, ja, ich mache noch ein paar Videos mit Eisrezepten. Das würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt das tolle, tolle Wetter. Geht raus. Und ich sage bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.